meine Lieben. Ich habe eben Post bekommen und will die schnell mit euch auspacken, denn ich muss eigentlich zur Werkstatt und bin auf dem Sprung und habe mich jetzt nochmal schnell vor die Kamera geschmissen. Und es ist auch leider ziemlich dunkel, deswegen, ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Ich habe den Ritscheratsche schon mal aufgemacht und wir gucken mal zusammen rein. Zu mir helfen? Ja, vorsichtig. Nee. Nein! So ist gut. Ja, da kommt Nummer zwei. So, ihr Süßen. Ja, okay. Also, es ist wieder ein Gutschein von Oh, It's Fresh dabei. Und, Herbst-Winter-Kollektion von Miriale. Miriale, ja. Und hier für die Mädels. Unterwäsche schaue ich mir jetzt nicht weiter näher an. Und wir öffnen sie. Tada! Okay. Elegant Classics. Ja, ich habe diesmal gar nicht geguckt. Hinten ist drauf ein Voucher, Be Glossy, 30% auf alle Produkte, Love Me Green. Schon mal sehr schön. Da schauen wir gleich zusammen rein. Und ich bin jetzt gerade, ich versuche es mit dem Pad, weil alles andere ist nicht aufgeladen und tralala. Ja, also. Ich trage heute übrigens Lala Berlin. Und was fischen wir hier raus? Eine Probe von Boss, Hugo Boss, Ma Vie Pour Femme. Ja. Probieren wir gleich mal zusammen aus. Und dann habe ich hier was Stiftähnliches. Ihr seht es zuerst. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Lollipops, close your eyes, go dancing. Wow. Der hat so eine Rosgold-Prägung. Und ich schätze mal... Boah, ist der soft. Wow. Leute, okay, verwischen tut er ganz schön. Sehr schönes Design. Gefällt mir gut. Die beiden passen gut zusammen. Und irgendwie ist hier noch eine Karte, glaube ich, dabei. Oder so ein Heftchen. Noch ein Heftchen. Julie Kagawa. Ich hoffe, das spricht man so aus. Plötzlich Fee, Sommernacht, eine Leseprobe. Ah, das finde ich toll. Das finde ich klasse. Auch wenn das Cover darauf schließen lässt, dass es eher leichte Literatur ist. Aber na gut, ab und zu mal so einen schnellen Sommerroman durchlesen. Wie macht ihr das? Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, bin ich mal gespannt reinzuschauen. Supi, supi, supi. So, jetzt habe ich etwas rundes, längliches und etwas eckiges, längliches. Head over heels. Nail-Lacquer von Tease. Wow. Das ist ein Nagellack, schätze ich mal. Und kann man den jetzt... Ja, man kann ihn auch unten öffnen. Es ist auch geplant, dass man ihn oben kaputt macht. Aber wow. Was für eine Farbe, was für eine Verpackung, der ist ja mal genial und super breiter Pinsel, sehr schön, kenne ich auch überhaupt nicht, ist Vintage Taupe, die Farbnummer, fast ein bisschen, also so ein Zwischending, also Taupe finde ich es eigentlich nicht, das ist so ein Zwischending zwischen Oliv und Beige, also nicht ein Gräsch, also so kein grauer Beige-Ton, sondern wirklich so ein oliviger Ton. Ich habe sogar so einen ähnlichen. Ja, gefällt mir gut. Auf den Nägeln wird man sehen. Baby Skin von Maybelline. Pore Minimizer mit Sofort-Effekt. Cool. Es kommt so raus, relativ fest. Ich denke, okay. Weiß nicht, ob man das sieht. Macht sofort so einen Matt-Effekt.
dass da Silikone drin sind. Insofern, ja. Und das letzte Stück, Goldwell Glamour Whip Style. Das ist eine Mousse für die Haare. Ich habe mal so ein Profil angegeben. Ich weiß nicht, ob das noch berücksichtigt wird, weil da habe ich eigentlich die meisten Körper- und Haarsachen ausgeschlossen. Ich finde es nicht schlecht, sowas immer mal wieder auszuprobieren, aber ich bin natürlich auch ein bisschen mehr aus auf dekorative Kosmetik. Insofern, ja, müsste eine gute Reisegröße jetzt nein, ob es eventuell auch eine Pflegewirkung hat. Wow! Okay, das würde ich sagen. Ist ein Highlight. Oh Leute, mit dem Licht, tut mir leid. Also es ist auf jeden Fall so eine dreiteilige Geschichte. Nee. Oh. Ups. Pigmente. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Die sind matt und wenn man sie dann verteilt und verreibt, sind ganz zart und kriegen höchstens einen Hauch von Schimmer. Also wirklich toll. Da müssen wir gleich mal nachlesen, ob ich das wieder so zukriege. Jetzt denke ich, haben wir aber alles. Und wir schauen mal schnell. Also, Styling-Schaum. Der Wunderschaum bringt sogar poröses und gefärbtes Haar zum Glänzen. Selbst trockene Heizungsluft und feuchtes Wetter können der Frisur nichts mehr anhaben. Ziehen Sie mit Ihrer duftig eleganten Haarpracht alle Blicke auf sich. Ganz im Stil kosmopolitischer Fashionistas. Okay, klingt doch ganz spannend. Maybelline New York Minimizer. Der Traum von babyzarter, porenlos wirkender Haut. Wie gesagt, benutze ich fast gar nicht sowas. Ich benutze auch nicht so viel Primer, aber ja, können wir hier mal gemeinsam ausprobieren. Ja, Silikone. Das Gefühl auf der Hand ist trotzdem ganz gut. Und Nikki K. New York. Hier. Da möchte ich mal wissen, wie viel da drin ist. Colourlux Powder Blush. 5 Gramm für 8,95, da sind die Preise. Eine Brille hätte geholfen. Der Pore Minimizer kostet auch 8,95 bei 22 Millilitern. Ist das dann die Originalgröße? Ja. Und die Styling Mousse kostet bei 300 Millilitern und hier sind drin 50 Milliliter. Also das Originalprodukt kostet 17,35. Wow, okay, aus dem Friseurbedarf schätze ich deswegen etwas teurer. Colourlux Powder Blush, ein Hauch New York. Tragen Sie zuerst Make-up und Puder auf und stäuben Sie anschließend zart das Colourlux Powder Blush auf und verblenden Sie es, wenn nötig. Auch noch ein Spiegel. Tja, man sollte die Dinge. Aha. Auch bis zu Ende öffnen. Oh ja, der ist ganz weich. Geil. So. Ja, okay. Und dann könnte man jetzt, ich habe jetzt keinen Pinsel hier, deswegen machen wir das auf die gute. Wow, ein echter Live-Test. Ich glaube, das kommt jetzt nur in der Kamera durch den Schatten so ein bisschen so rüber. Ja, wir werden es sehen. Der Applikator. Ich glaube, mit so einem Pinsel, so wie ich es vorher hier geswatcht hatte, kann man das wirklich sehr, sehr zart machen. Ja, okay. Das Ganze kostet auch 8,95. Hatte ich schon gesagt, glaube ich. Ja, ich glaube, es wird so eine kleine Fehlbox. Tease Head Over Heels Nail Lacquer Original für 13 € 7 Milliliter. Ist auch ein Original. Was macht den aus? Hier sind nochmal andere Farben abgebildet. Ein Petrol, das hätte ich auch gut gefunden. Vintage Taupe, das ist das, aber das kommt überhaupt nicht hin. Ich weiß nicht, ob das auf den Nägeln so dunkel wird, das glaube ich nie im Leben. Hat er was Besonderes? Okay, das wird getestet und ja, nochmal zum
Lollipop, das ist ein Originalprodukt für 14 Euro. Die Textur ist cremig und lang anhaftend. Dank der speziell geformten Spitze lässt es sich besonders fein und präzise auftragen. Wasserfest steht jetzt speziell nicht dabei. Er soll auch nochmal mit Vitamin E und Anti-Aging-Wirkstoffen pflegen. Okay, das klingt spannend. In allem eine nicht schlechte Box, aber auch nicht gerade meine Traumbox, muss ich sagen. Das sind, denke ich, meine beiden Highlights auch. Und ja, also auf die Babyskin hätte ich verzichten können. Da steht übrigens drauf nur für Erwachsene. Das finde ich auch so ein bisschen spooky und ich habe nachgeschaut. Also es sind die ersten drei Positionen, sind alles Silikone. Also meine Lieben. Das war die Box. Viel Freude damit. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Was hattet ihr in eurer Box? Und sorry für das leicht chaotische Video. Nein, wir wollen uns nicht entschuldigen. Also viele liebe Grüße, eure Patty. Bye. Auf in die Werkstatt jetzt.